Wie kam es zu Falco Ochsenknechts Comeback bei Berlin, Tag Nacht? Der Laiendarsteller zählt zu den absoluten Fanlieblingen der Serie, schließlich war der Blondschopf als Ole Peters schon von Beginn an mit dabei. Logisch also, dass die Zuschauer mehr als traurig waren, als der TV-Star im März 2021 der Sendung den Rücken kehrte. Nun wagt er aber ein Comeback. Darüber hat Falco jetzt mit Promi Flash geplaudert. Im Promi-Flash-Interview verriet Falco, wie es zu dem neuen BTN-Anlauf kam. Ich wurde angefragt und da ich BTN von Tag 1 mit aufgebaut habe, sage ich natürlich nicht nein. Das Angebot hat auch gestimmt und natürlich macht es Spaß, als Darsteller vor der Kamera zu stehen, erklärte er. Jedoch wird der 35-Jährige nur für ein paar Wochen in der Sendung zu sehen sein. Für Falco sei es toll gewesen, seine alten Kollegen wiederzusehen. Es herrschte, wie immer, ein harmonisches Klima, aber der Job kann auch stressen, besonders, wenn man lange Tage hat, betonte er. Letztendlich habe er aber von Anfang an gut in seine Rolle reingefunden.